Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Antrag der CDU-Fraktion geht als Diskussionsgrundlage in die richtige Richtung. Sicher, sofern Sie denn vielleicht auch regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel benutzen, hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon einmal diese Situation miterlebt. Ältere bzw. gehbehinderte Menschen möchten mit einem sogenannten E-Scooter einen Teil der Wegstrecke zurücklegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber diese sind zur Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg eben nicht zugelassen. Und so lässt der Bus dann ratlose Bürger an der Haltestelle zurück. Es mag vielleicht ein Nischenproblem sein, doch für die betroffenen Menschen ist es eben ein gravierender Nachteil. Und hier ist die Politik zum Handeln aufgefordert. Wir alle müssen hier handeln. Und ich stelle auch fest, dass der vorliegende Antrag sehr wohl ausgewogen gefasst wurde. Denn was hier und jetzt als logisch erachtet wird, stellt die betroffenen Unternehmen und Kommunen vor nicht unbeachtliche Kosten und einen großen Aufwand. Denn es geht nicht nur um ein einfaches Nachrüsten, sondern um ein sehr weitreichendes Anliegen. So müssen die Kommunen eine entsprechende Infrastruktur schaffen, damit die E-Scooter auch tatsächlich in die Busse und Bahnen gelangen können. Das mag in Ballungsgebieten vielleicht noch machbar sein, aber denken Sie an die Berlin-fernen Regionen. In der Fläche wird es meines Erachtens wesentlich schwieriger und kostenintensiver. Und genau aus diesen Abwägungen heraus hat unsere Fraktion die Überweisung in die zuständigen Ausschüsse beantragt, die sich unter anderem mit dem Überweisungsantrag der CDU wohl überschnitten hat. Wir hoffen, dass Sie alle diesem Ansinnen folgen werden und wir in den Ausschüssen wesentlich intensiver hierzu diskutieren können. Vielen Dank.